Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir solche Schullineale gravieren. Hier kann man das ganz gut sehen, meine Mutter. Wir benötigen dazu einmal natürlich ein Holzlineal. Hier, diese Fräse habe ich vom Team Hase zum Testen bekommen. Spiral verzahnte Fräse. 30 Grad, 45 Grad und 90 Grad. Mir persönlich gefällt dieser 45 Grad Fräse einfach am besten. Ich habe vieles ausprobiert und von diesem 45 Grad Fräser bin ich echt begeistert. Den verwenden wir. Ich verlinke es mal unten, wo man den Fräser herbekommt. Dann benötigen wir noch so eine Nylonbürste. Damit werden wir so kleine Späne einfach später wegmachen. Warte, gleich auf die Seite. Den Fräser spanne ich mal ein. Ach, vergesse ich jedes Mal. Und wie immer geht es jetzt erstmal zu Fusion. Da werden wir so eine Schrift anlegen und wie das gemacht wird, zeige ich euch. Okay, machen wir weiter mit Fusion. Hier oben könnt ihr es schon sehen, linear so. Also ich habe das einmal angelegt. Ich ändere nur noch die Schrift. Ich zeige euch mal schnell, wie ich das gemacht habe im Schnelldurchlauf. Also hier ist ja wieder mein Maschinen-Nullpunkt. Und ja, ich bin ja so gefühlt so diesen Abstand vom Nullpunkt entfernt. Das passt, deswegen wird das so gezeichnet. Dieses Mal ohne Nutentisch. Okay, was habe ich gemacht? Ich zeige euch das mal auf meiner Zeitleiste. Zuerst habe ich eine Skizze erstellt, die ich mir natürlich anzeigen lassen muss. So sieht das Ganze aus. Habe es dann, also ich habe es ausgemessen, klar. Dann extrudiert. Ich meine 4,5 mm. Ja, 4,5 mm. Anschließend eine neue Skizze. Das zeige ich gerade mal, genau. Da wählen wir einfach erstellen, Text. Wähle hier einen Punkt aus, Text. Und ich benutze ganz gern die Schriftart Freestyle Script. Das gefällt mir richtig gut. Ja, dann positioniert man es ungefähr. Das genaue Positionieren macht man, wenn die Schrift eingeblendet ist. Die Zahlen, die Teilstriche. So sieht das Ganze dann aus. Kann man auch verschieben. Und das passiert dann immer wieder an. Und da wir schon dabei sind, machen wir das auch gleich. Als Dankeschön für die Fräser dachte ich, mache ich mal ein Lineal für die Kollegen. Das ist die, also im Prinzip, wenn ich jetzt ein neues Lineal machen will, ändere ich immer nur das hier, diesen Teil. Dann eine neue, ich muss die Skizze fertigstellen. Wieder eine neue Skizze, die ich auch hier einblenden muss. Und hier sieht man diese ganzen Teilstriche. Ich habe diesen Teilstrich nur einmal angelegt. Und damit erstellen, rechteckige Anordnung, mir einfach vervielfältigen lassen. Gerade bestätigen, da kann man schon sehen, das passt schon alles. Ich muss sagen, es ging schneller als ich dachte. Ich dachte, es wird ein bisschen länger dauern, aber ging doch sehr, sehr schnell. Ja, nachdem ich das gemacht habe, habe ich die wieder fertigstellen. Die Teilstriche und die Zahlen habe ich dann extrudiert und zwar 0,1 mm. Kann man hier sehen. Aber es als neuen Körper
als neuen Körper machen lassen und habe hier die Darstellung einfach schwarz gewählt. Deswegen sieht es dann halt vielleicht optisch etwas schöner aus und hilft mir bei der Orientierung. Ja, jeder Teilstrich und jede Zahl hat einen neuen Körper bekommen. Stört mich jetzt nicht. So, und die letzte Extrusion, heißt das so? Extrusion? Extrusion, ja. Ist halt dieser Firmenname. So, das soll es mal gewesen sein. Jetzt lassen wir von oben nochmal anzeigen. Jetzt kann man es hier nochmal genauer positionieren. Ich mache das immer so, ja, freie Schnauze. Ich habe es mal ausgemessen, aber irgendwie sieht es einfach schöner aus, wenn man das nach Augenmaß macht. Gut. Passt. Das soll es mal gewesen sein. Als nächstes gehen wir in die Fertigung. Wird mir ein Fehler angezeigt, da ich es ja verändert habe, aber das ist nicht schlimm. Wir machen es eh komplett neu. So, als allererstes natürlich ein Setup. Wähle hier meinen Nullpunkt, weil ich hier später antasten möchte. Wählen als Aufmaß 0, 0. Sagen OK, Warnung, kein Modell ausgewählt, okay. Bitteschön. Das hätten wir jetzt. Als nächstes wählen wir hier den Punkt Gravieren an und wählen unsere Schrift aus. Und als Werkzeug, hier habe ich schon Ordner angelegt, Hase Gravier. Eine Schneide, Stichel, Spiral, 45 Grad. Das ist dieser hier. Hier kann man auch den Link sehen. Der 45 Grad. Und das hier habe ich auch gleich mitgeschickt bekommen. Daran erkennt man einfach einen sehr seriösen Hersteller oder Lieferant, wenn er sowas gleich mitschickt. Wir öffnen den Fräser mal kurz. Genau, das habe ich mir jetzt angelegt. Hier die Bezeichnung, die im Hase Produkt-ID und den Link. Werkzeug, ganz wichtig, Phasenfräser muss man auswählen. Eine Schneide, Hartmetall. 2 mm, der Schaft, ganz klar. Die Länge ist 38 mm. Da habe ich irgendwas eingegeben. Die Schulter, also wo ist dieser Übergang zum Schaft? Der ist bei 6,5 mm. Und ganz wichtig ist hier diese Schneidlänge. Denn ich will ja hier auf diesem Winkel arbeiten. Ich könnte zwar tiefer eintauchen, weil man sieht ja, die Schneide geht ja doch etwas weiter. Aber dann würde mir dieser Canyon fehlen. Deswegen arbeite ich nur auf diesem Winkel. Genau, also wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht tiefer als 2,5 mm eintauchen. Und der Winkel 22 Grad. So, wieder mein AMB-Halter. Und jetzt zu den Schnittdaten. Wir öffnen wieder meine Excel. Weiches Material, Fräserdurchmesser 2 mm, eine Schneide, wählen wir aus der Tabelle 0,03. Und da wir eigentlich nur gravieren wollen, nehmen wir diese Werte, 1500 und 750. Also 1500 und 750, Kühlung deaktiviert. Das passt, das gefällt mir auch ganz gut. Das wählen wir aus, wählen dieses Werkzeug hier aus. Geometrie haben wir ja schon ausgewählt. Die Endhöhe, und da müssen wir jetzt aufpassen. Zwar würde das passen hier mit minus 2,29, aber ich begrenze es trotzdem auf 2 mm. Das gefällt mir, das mache ich eigentlich immer, minus 2 mm. Das ist aber als Maximalwert zu betrachten. Also er will nicht immer die 2 mm eintauchen, sondern sieht es als Maximalgrenze. Aber das zeige ich später in der Simulation. Bei den Durchgängen mache ich nichts und einfach Ausfall. Ja, das passt alles. So, gehen wir mal auf Simulation. Hinten wählen wir die Transparenz aus. Ich glaube, ich muss das hier ausblenden. Ja. Und hier kann man auch sehen, was der Fräser macht. Also so erzeugt er ja diesen Canyon, damit es wie so eine Handgravur aussieht. Taucht aber nicht tiefer als 2 mm ein. Wahrscheinlich sieht man, hier kommt er an die Grenze. Hier würde er gerne, aber wir haben es ja begrenzt auf 2 mm. Genau. Und so macht er uns diese schöne Handgravur.
Okay. Was ich jetzt noch gerne mache, ist immer noch eine kleine Phase, weil ich es einfach schöner, ansprechender finde, wenn jetzt hier abgesetzt nochmal eine Phase gemacht wird. Die Geometrie haben wir jetzt ausgewählt. Das Werkzeug ist schon ausgewählt von der vorherigen Operation. Als Endhöhe müssen wir nichts machen. Bei den Durchgängen machen wir eine Phasenbreite von 0,1 mm und einen Spitzenversatz von 0,2. Mache ich 0. Ausfahr brauche ich nicht. Das passt. Also wirklich nichts Wildes. Das lassen wir uns auch nochmal. Das lassen wir uns auch nochmal anzeigen. Das ist diese Phase, von der ich gesprochen habe. Ich schließe das gerade mal und zeige das mal, wie das komplett aussieht. Also das war ja die Gravur. Und jetzt macht er hier nochmal so eine kleine Phase rein. Mir gefällt das sehr gut. Und deswegen mache ich das eigentlich bei allen Gravuren. Okay. Ja, also das war's eigentlich jetzt schon. Jetzt nur noch in den Postprozessor und dann geht's schon wieder an die CNC. Ich habe mir mal solche Billigfräser, ich glaube von eBay geholt. Also so einen Müll habe ich echt noch nie gesehen und dafür wollte ich euch einfach warnen. Ich habe mal versucht, damit was zu fräsen. Auch wenn die optisch vielleicht gar nicht so schlecht aussehen, taugen die Dinger einfach nichts. Auch wenn man ganz genau schaut, dann, ach Gott, ein bisschen. Dann eiert das so ein klein wenig und das ist auch ganz schön leicht für so einen Fräser. Das Ding wiegt nichts. Ich verschenke die Dinger. Wer als erster in den Kommentaren schreibt, dass er die haben will, dann verschenke ich die. Okay, wie auf WinPC gehe ich jetzt nicht ein. Ich glaube, im zweiten Teil wurde das alles ausführlich erklärt. Da ist auch nichts Neues dazugekommen. So, referenziert habe ich schon. Die Datei habe ich schon geöffnet. Und jetzt vermessen wir noch das Werkzeug. Und auch wieder wie im zweiten Teil müssen wir natürlich wieder antasten. Dann wird Zeit, dass ich mir ein Handrad bestelle. So. Okay. Gebe ich hier als Tasterdurchmesser 2 mm ein bei der Tastplatte und Schuss. Alles wie gehabt, also es ändert sich nichts. Übernehmen, fahren mit der Maschine etwa in die Mitte von der. Das ist die Mitte? Ah, nicht ganz. Das sieht schon besser aus. Taste das Ganze wieder an. Und fertig. Ja, die Tiefe, also die Z-Höhe ist bestimmt, Nullpunkt ist bestimmt, wir haben das Werkzeug vermessen. Das Werkstück ist eingespannt und Schuss.
So sieht das Ganze aus. Ich bin immer wieder erstaunt, wie scharf dieser Fräser ist, dieser spiralverzahnte Gravierstichel. Also wirklich beeindruckend. Ja, das sind so diese leichten Späne, von denen ich gesprochen habe. Und die lassen sich mit dieser Nylonbürste einfach super entfernen. Vorher. Nachher. Also, sieht wirklich toll aus. Auch diese Phase ist wirklich schön geworden. Da muss man jetzt noch mit Druckluft durchgehen, aber ist eigentlich fertig. Ich bin wirklich begeistert und danke für die Fräser. Ja, jetzt zeige ich das nochmal abschließend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sage wieder bis zum nächsten Mal. Ciao!